Leute. Ein ganz normales Video heute. Nichts Besonderes. Ja, ich habe gerade ein Englisches gemacht. Das war... Tjo. Wie ich fand, ganz schön heftig so. Und ich kann jedem, der an Satsang und diesen Dingen interessiert ist, nur empfehlen, das zu gucken. Das Englische ist relativ einfach. Also das versteht eigentlich jeder, der ein bisschen Englisch kann. Möchte ich nur nochmal darauf hinweisen. Me in Englisch, der Name. Bisschen mehr als 10 Minuten. Schaut es euch an. Aber heute Deutsch. Yo, wie immer passiert viel in meinem Leben. Es geht alles rasend schnell. Und ich bin glücklich. Ja, es ist Wahnsinn. Dieses Jahr ist, wenn nicht das fantastischste, beste Jahr in meinem ganzen Leben bisher. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich noch mehr und noch besser als das Jahr 2000. Und das Jahr 2000 war schon eigentlich nicht mehr zu toppen für mich. Bisher dachte ich immer so, aber das ist... Und ich hoffe, der hintere Teil vom Jahr 2000, dass der sich nicht wiederholt dieses Jahr. Ja, gut. Ja, Leute, wie geht's euch so? Ja, schön zu sehen, dass auch so über Facebook ganz viel in Gang kommt und tja, klasse Sache. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich muss natürlich immer aufpassen, ich darf nichts, man muss ja immer überlegen, was man sagt. Das ist ja öffentlich so, man kann nicht alles erzählen. Ich würde gerne alles erzählen, aber erstmal geht das aus Privatsphäregründen nicht. Gegenüber manchen Personen geht es einfach nicht und es geht auch aus anderen juristischen Gründen nicht, dass man alles erzählt. Leider, leider, leider. Ich würde so gerne aus dem Nähkästchen plaudern, aus meinem vollen Herzen, aber das lasse ich lieber, weil das... Aber ihr spürt vielleicht die Energie einfach. So, ich habe echt eine... Naja, das war ja auch... Ich war in Kopenhagen eine Woche und das war eine ganz wunderbare Zeit. Aber wenn ihr jetzt glaubt, dass ich hier ins Detail gehe, dann habt ihr euch getäuscht, Leute. No details, kein Kommentar. Nur so viel, es war eine fantastische, schöne Woche für mich. Und das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ja, jetzt fällt mir noch gerade ein, ich möchte einen speziellen Gruß loswerden an Nathalie. Ich habe deine letzten Videos mitgekriegt und da hat sich eine ganz, aus meiner Perspektive, eine ganz tolle Entwicklung, eine ganz schöne Entwicklung ergeben. Ich hoffe, du verzeihst mir das, dass ich jetzt mal darüber spreche einfach. Ich möchte das nicht beurteilen, überhaupt nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass das total gut ist, was da passiert ist bei dir. So, das ist was ganz Wunderbares. Und ja, wie immer kann ich eigentlich nur sagen, weiter so. Und was soll ich sagen? Das brauche ich nichts zu sagen. Das ist alles auf dem Weg. Vielleicht, ja, ich möchte noch sagen, dass ich Gerd Lothar auch verstehen kann, ganz ehrlich. Und ich kenne ihn ja nun auch ein bisschen wenigstens. Und vielleicht hat er einfach auch das Pech, dass manches einfach nicht so gesehen werden kann von ihm. Also er hat schon für mich eine mystische Dimension, die hat er ganz zweifelsohne und ich kann die glücklicherweise auch sehen und auf dieser Dimension bin ich irgendwie eins mit ihm, kann ich nur sagen, und obwohl er so ein völlig anderer Mensch ist als ich.
Und trotzdem bin ich im Frieden mit ihm. Nur so viel dazu. Also auch an dich, Gerd Lothar, liebe Grüße, falls du das siehst. Und ja. Ja, der Mann, Tee drauf, ne? Ja, hab viel gelernt durch dich und bin da sehr froh, du hast da was in Gang gesetzt, aber das hatte ich ja schon gesagt und ja, das ist einfach alles sehr gut. Jo, was gibt's noch? Ja, zu dieser Frage, so englische Videos oder deutsche Videos. Also ich habe jetzt schon mitbekommen, ich merke langsam, das ist auch wichtig für mich, zumindest ist auf meinem Weg, irgendwann meine Webseite und auch Videos auf Englisch auch zu gestalten, also zweisprachig. Also englische Videos auch zu machen und deutsche aber natürlich auch. Und die Webseite wird auch irgendwann dann zweisprachig sein, weil ich einfach gemerkt habe, dass eben zum Beispiel aus Dänemark, die Dänen verstehen eher Englisch als Deutsch, also die Dänen, die ich da gesprochen habe jedenfalls. Und auch im sonstigen Ausland ist, glaube ich, Englisch einfach, verstehen einfach mehr Leute Englisch als Deutsch und deswegen werde ich das langfristig auch alles auf Englisch noch machen. Ist natürlich viel Arbeit und naja, das schiebe ich noch so ein bisschen vor mir her, aber es wird kommen. Ja, und dann hatte ich ja in dem Berlin-Video hatte ich ja angedeutet, dass da noch irgendwas kommt in Richtung meiner Position zu, also, oder ja, meiner Einstellung zu Satsang und Sex. Das ist natürlich ein hochspannendes Thema, aber ich habe erstmal beschlossen, das bis auf Weiteres nicht zu thematisieren, also weder in Videos jetzt weiter, ich sage das sozusagen ab, was ich da angekündigt habe, dass ich da irgendwas noch machen will, noch auf der Webseite. Also da wird erstmal nichts kommen. Falls da jetzt irgendjemand drauf gewartet haben sollte, ich warte einfach ab, wie sich das alles entwickelt bei mir, ja, wie das alles von selbst geschieht. Und wenn das dann klar ist, alles, wie es läuft, dann werde ich das sicherlich auch irgendwie dann nochmal thematisieren. Aber das ist noch ein weiter Weg und das macht einfach keinen Sinn, über ungelegte Eier zu sprechen. Deswegen wird es da von mir jetzt erstmal keinen Kommentar mehr zu geben. Ja, nochmal liebe Grüße an alle Leute, die ich da kenne aus Berlin und auch sonst alle, die beim Forum Erleuchtung waren. Also nochmal liebe Grüße für euch und ich habe auch noch über Facebook jetzt mit einigen Kontakt und das ist echt total klasse. Da kommen echt Dinge in Gang, Begegnungen so. Also das ist einfach total schön. Kontakte und so und ja, es ist einfach. Ja, Stille ist ja ganz schön, aber im Video dann doch nicht so passend. So, jetzt gucke ich nochmal, ob mir noch was einfällt. Direkt. Komisch, manchmal ist so viel da irgendwie so. Aber dann ist es wieder weg. Tja, war wohl alles nicht so wichtig und ich habe jemanden kennengelernt, der
Die sagt immer, du redest zu viel. Ja, und deswegen jetzt noch ein bisschen Stille zum Abschluss.